Zum Beispiel schon immer gerne mal in einem Film einen Junkie spielen. Wir drücken uns immer ganz gern vor Videodrehs und so. Irgendwie ist es ein Schlag ins Gesicht und irgendwie nimmt man das auch persönlich. Wir haben alle die gleiche kreative Vision. Ich meine, wenn wir kein Visa bekommen, dann sind wir auch wieder in Deutschland. Um ihr neues Album Dream Machine zu promoten, sind Tokyo Hotel jetzt in Berlin. Die Band um Deutschlands berühmteste Zwillinge hat nach mehr als 10 Jahren ihr Label gewechselt. Außerdem haben Tokyo Hotel diesmal fast alles alleine gemacht, vom Songwriting bis zur Produktion. Es hat sich so ergeben, dass das nur wir waren, weil sich das einfach richtig angefühlt hat. Und beim Team war es ähnlich. Einfach so, alte Verträge sind ausgelaufen und wir hatten einfach natürlich Bock auch auf neue Partner und mal ein bisschen frischen Wind. Und so klingt die aktuelle Single What If, eine Mischung aus elektronischen Sounds sowie Bass, Schlagzeug und Gitarre. Frontmann Bill Kaulitz besingt natürlich wieder die Liebe. Es ist immer so ein bisschen eigentlich ein Soundtrack zu unserem Leben und wir hoffen natürlich immer so, dass wir mit der Platte auch was die Leute erreichen und bewegen können und dass wir auch der Soundtrack für jemand anders sein können und mal gucken, ob das klappt. Ich muss durch den Monsun. Die Messlatte liegt hoch. Tokyo Hotel sind mit mehr als 7 Millionen verkauften Alben eine der international erfolgreichsten Bands aus Deutschland. Ihre letzte Tour führte die Band quer durch Europa über Nord- und Südamerika bis nach Russland. Bill und Tom leben mit ihren Hunden seit Jahren in Los Angeles. Bassist Georg und Schlagzeuger Gustav dagegen in ihrer ostdeutschen Heimatstadt Magdeburg. Wie produziert man als Band über solche Entfernungen ein Album? Wir sind die ganze Zeit in Kontakt, tauschen uns aus, tauschen Ideen aus und wir stehen da 100. Wir haben alle die gleiche kreative Vision und stehen da alle voll dahinter. Man stellt sich das immer so unglaublich schwierig vor, aber wir sind immer alle unterwegs und treffen uns sowieso ständig an allen Orten der Welt, ehrlich gesagt. Ja, mittlerweile ist das ja nur noch ein Flug so und dann setzt du dich halt in den Flieger und triffst dich halt wieder. Tokyo Hotel polarisieren gerne. Zuletzt 2015, als die Band dieses Video zu Feel It All veröffentlicht. Bill Kaulitz spielt einen drogensüchtigen Junkie, der sich prostituiert. Eine gezielte Provokation? Das sind immer alles eher so Sachen, wo ich mich verwirkliche. Ich wollte zum Beispiel schon immer gerne mal in einem Film einen Junkie spielen und ich mag diese dunklen Rollen und diese bösen Rollen. Und so einen Film gab es nicht und dann dachte ich, drehen wir einfach selber ein Video. Es war ja nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, guck mal, wir bringen jetzt ein Video raus und dann seid mal alle schockiert. Schockiert waren Bill und Tom über die politischen Veränderungen nach dem Sieg von Donald Trump in ihrer Wahlheimat USA. Wir haben natürlich schon das Gefühl, dass wir mit den Songtexten, die wir machen, dass wir für eine bestimmte Sache stehen einfach so. Und darum war Bill zum Beispiel, als Trump gewählt wurde, der hat sich persönlich angegriffen gefühlt. Ja. Irgendwie ist es ein Schlag ins Gesicht und irgendwie nimmt man das auch persönlich. Aber ich glaube, ja, Politik ist auch persönlich und da hat auch jeder das Recht auf eine Meinung. Ihre erste Single vom neuen Album. In Something New präsentieren sich Tokyo Hotel wieder als Band. Umso überraschter waren viele Fans, dass im Video nur Bill zu sehen ist. So intensiv machen wir uns gar keine Gedanken über sowas, weil wir drücken uns immer ganz gern vor Videodrehs und so. Ich bin immer total froh, wenn es heißt, nächstes Video, es gibt eine Idee, dass das Bill das alleine macht und dann bin ich immer super. Schon so super geil. Die nächsten Monate verbringen sie aber wieder gemeinsam. Ab 12. März gehen Tokyo Hotel auf Europa-Tour.